Herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge überzockt. Factorio Seabrook. Genau, wir sind jetzt ja gerade dabei, hier so ein bisschen die Produktion hier ein kleines bisschen zu boosten. Die Produktion können wir auch nochmal boosten. Die Solarenergieproduktion hier, da haben wir nämlich jetzt die und die fertig. Dann kann das nämlich auch nochmal laufen. Dann kannst du das nochmal machen? Nein, kann ich nicht, weil ich morgen früh um 4.30 Uhr aufstehen muss. Also so ungefähr in 5 Stunden. Morgen ist wieder LS17 dran. So, was läuft hier jetzt? Irgendwas läuft jetzt gerade falsch. Was ist das? Das müsste doch... ja, genau. Und zwar wollten wir da noch einen Flare Stack hinstellen. Ein Flare Stack, der aus dem ganzen Überschüssen... der einfach mal nicht arbeitet. Warum arbeitet er jetzt nicht? Komisch. Gut, also auf jeden Fall wollten wir jetzt... oh, schon wieder kein Strom mehr, kein Saft mehr hier. Hier, hast du noch mal was. Den machen wir auch noch mal leer. Ich weiß noch nicht, was ich mit Niklo anfangen soll. So, hier oben. Dann fehlen Stahlträger. Komm, mach komplett. Mach komplett Stahlträger. Ich meine, wir machen jetzt 1,8 Megawatt. Ach so, wie sieht es denn hier aus? Wird auch dort weniger. Auch von dort kommt weniger. Komm schon. Komm schon. Eine noch so. Wie viel haben wir? Aktuell 2,2. Zwei, drei. Also wirklich nur ein minimaler Anstieg. Ja. Also das heißt, Windturbinen lohnen sich überhaupt nicht. Wir müssen halt auf Solarenergie kommen. Ja, ich bin gestern, Quatsch, ich fahre übermorgen. Übermorgen ein 440 und ein 430. Wie gesagt, wir brauchen die Solaranlagen. Kann man die wieder dismanteln? Also kaputt machen, zurückbekommen, recyceln? Kann man bestimmt, aber wahrscheinlich noch nicht jetzt, ne?
Wir müssen halt zusehen, dass wir die Anlage hier unten ein klein bisschen entlasten. Wobei ein klein bisschen ist gut. Ein klein bisschen mehr. Weil hier fehlt es jetzt gerade richtig. Weil hier einfach nichts mehr ankommt, weil wir halt hier produzieren müssen und die haben halt nicht genug Strom. Und das ist schwierig. Das ist verdammt schwierig. Also du hast noch genug. Du hast auch noch genug. Aber es ist natürlich das Labor zu langsam. Deutlich zu langsam. Wie sieht es denn hier aus? Können wir hier, du hast noch, du kriegst die Hälfte nochmal ab. Und du bekommst die andere Hälfte, dass du schon mal ein paar grüne Schaltkreise vorbereiten kannst. Tja, was müssen wir denn umbauen? Also auf jeden Fall müssen wir uns mal den Strom angucken. Ob wir da halt noch irgendetwas ändern können, um die ganze Geschichte schneller zu machen. Also du bist hier vollgelaufen. Du bekommst halt nicht genug Carbon. Du hier oben produzierst dauerhaft. Aber es fehlt an Carbon. Beziehungsweise an Carbondioxid. Und das liegt ja hier dran. So, und was ist hier das Problem? Ja, die arbeiten schon schnell, aber halt nicht schnell genug. Das liegt wahrscheinlich am Strom. Gut. Zwei blaue Knickarme. Da fehlt es einfach mal an allen. Okay, dir fehlen Bretter. So, das heißt, hier kannst du mal 10 Stück machen, weil du brauchst doch auch einen, ne? Ja, genau. Du brauchst davon ein und du brauchst elektronische Schaltkreise. Komm, dann produzier du mal jetzt hier ein bisschen schneller. Weil die hier sind ja, ja, guck mal, hier haben wir noch mehr als genug und dir fehlt sogar Zinn. Ja, guck mal, mit Zinn kann ich dir behilflich sein. Dann kannst du nämlich hier noch mal ein bisschen weiterarbeiten. Und dir fehlt Blei. Ich meine, gut, wir haben davon noch mehr als genug. Ich meine, ein bisschen mehr ist immer gut, ne? Was man hat, hat man. So, wie viele sind hier noch drin? 6. Ach so, ja, weil hier noch was drin ist. Klar. So, und du arbeitest das ganze Gerät hier gut weg.
es fehlt hier halt immer und immer und immer wieder an den hier. Wenn wir jetzt sagen, pass auf, wir bauen können wir nicht. Da braucht man eine blaue für. Warte mal, dann nehme ich die wieder mit. Dafür fehlen die elektronischen Schaltkreise. Wenn du jetzt mal eine blaue einfach hier baust und wir bauen da drin die Basic Circuit Boards. Können wir hier die Wooden Boards und die Kupferkabel reinschmeißen. So, die Wooden Boards sind können wir die gar nicht in der Hand herstellen, die Wooden Boards? Doch, die hier sind das. Die Wooden Boards und nein. Wo sind die verdammten Kupferkabel? Da sind sie. Mach davon mal 150 Stück. Oh, warte mal. Brech dich mal ab. Hol mal ein paar Eisenplatten. Wir könnten uns doch hier welche abzwacken. Hier machen wir ein paar mehr Kupferkabel. Brauchen wir doch. Eisen. 17 Stahlträger. Okay. Aber dann können wir mich, guck mal, dann können wir mich die da reinschmeißen und die da reinschmeißen. Dann kannst du dir das nämlich hier selber herstellen. Und vor allem, wir können das ganze Gerät jetzt hier noch mal ein bisschen machen, indem du Pickup von da nach da. Pickup von da nach da. Gibt noch mal ein paar her. Die da und die da. Ach so, warte mal. Du musst natürlich Pickup von da. Und da finde ich jetzt Eisenplatten. Verdammt! So, bitteschön. Mach mal. Mach mal einfach. Haben wir da schon schnell? Fehlen Eisenplatten für.
Okay, dann baue du schon mal zwei schneller. Breche die mal ganz kurz ab. Setze sie wieder hin. Dann mach du einfach mal hier mal ein bisschen schneller. Du brauchst wie viel? Drei Kupferkabel auf einem Wooden Board. Drei auf eins. Das heißt, wir brauchen hier noch bedeutend mehr. Wir haben aber hier auch noch die Geschichte für Glas, für was wir halt im Moment noch absolut überhaupt gar keine Verwendung haben. Du hast nur 36 da. Du hast noch 34 da. Okay. Die Anlage hat auf jeden Fall noch definitiv genug zu tun. Dann soll er das erstmal wegarbeiten, bevor wir uns darum wieder kümmern. So. Wo ist euer Problem hier? Ihr arbeitet eigentlich schnell genug. Wir brauchen halt hier 1, 2, 3, 4 Wooden Boards, weg damit. Neue Wooden Boards. Das heißt, im Endeffekt brauchen wir einen da. Ein da, ein da, ein da, ein da, ein da. Da und da. Und brauchen dann zwei schnelle Fabriken. Heißt, du kannst das jetzt in Ruder voll produzieren und wir holen uns mal hoffentlich genug Eisenplatten. Montagemaschine 1 braucht die Basic Boards. So, du kriegst nichts ab. Du kriegst nichts ab. Du bekommst ein bisschen was 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 ab. Und komischerweise bekommst du hinten am meisten ab. Wieso bekommt der da hinten so viel ab? Und die hier vorne nicht? Das liegt alles an der Produktion von Mineral Sludge, beziehungsweise von allgemeinen Sludge. So, eine blaue können wir schon mal wieder. So, Produktionsbeginn. Weiter. Weil die müssen halt hier deutlich mehr bekommen. Das muss sich hier anfangen zu stauen. Es muss hier so viel liegen, dass sich das hier anfängt zu stauen.
Aber ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Ich würde auch sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.